Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mondgeflüster. Endlich habe ich es geschafft, meine lange geplante Folge zum James Webb Space Telescope. Und wie es so schön passt, kam kurz bevor ich mich an das endgültige Skript gemacht habe, die Nachricht, dass es einen neuen verbindlichen Starttermin gibt, nämlich der 18. Dezember 2021. So viel also schon mal vorweg. Ein großer Dank geht an Hauke, der mir hier beim Zusammensammeln der Fakten geholfen hat. Hauke ist übrigens unser Wetterfrosch im Team Space und bereitet alles rund ums Wetter auf und beurteilt dieses für bevorstehende Starts. Seine Webseite ist auch immer in den Content-Empfehlungen in der Videobeschreibung zu finden. Danke auch an Space Racer, der mein Skript vorher Korrektur gelesen hat. Und auch danke an Patrick, der kurz bevor ich hier aufgenommen habe, nochmal einen Satz dazu gesteuert hat. Zur heutigen Folge war ich mir nicht ganz sicher, in welchem Umfang ich es mache. Ich habe mich schlussendlich für 10 Themenkomplexe entschieden, um euch das James Webb Space Telescope einmal näher zu bringen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Nach einem kurzen Intro geht's los. Das James Webb Space Telescope oder James Webb oder einfach nur kurz Webb genannt, ist ein Infrarotteleskop und wird das führende Teleskop des nächsten Jahrzehnts sein und Tausenden von Astronomen weltweit zur Verfügung stehen. Um einen gewissen Kontext zum Infrarotlicht zu bekommen, gehe ich später nochmal im Video näher darauf ein. Das James Webb soll jede Phase der Geschichte unseres Universums untersuchen. Von den ersten leuchtenden Erscheinungen nach dem Urknall über die Entstehung von Sonnensystemen bis hin zur Entwicklung unseres eigenen Sonnensystems und die Observation von Exoplaneten. Genau so stellt die NASA das James Webb Teleskop in den öffentlichen Dokumenten vor. Den Blick in die Vergangenheit und die daraus resultierenden Anfänge des Universums macht die etwa 100-fache Empfindlichkeit vom bekannten Hubble-Teleskop möglich. Die Projektdauer ist zunächst auf 5 Jahre angesetzt, wobei wir, wenn alles klappt, auch mit einer längeren Einsatzdauer rechnen können. Auch dazu gehe ich im Verlauf des Videos nochmal näher ein. Das James Webb Space Telescope ist ein international geprägtes Projekt und wird federführend unter Leitung der NASA zusammen mit der ESA und der kanadischen Weltraumorganisation CSA durchgeführt. Bereits seit 1996 besteht diese Kooperation für ein neues Weltraumteleskop zwischen diesen Agenturen, welches schon viel früher das berühmte Hubble-Teleskop ablösen sollte. Der ursprüngliche Termin wurde mal für 2007, dann für 2011 angekündigt und immer wieder verschoben. Grund waren vor allem Finanzierungsprobleme, Änderung von Design und Instrumenten. Sogar ein Stopp des Projekts wurde 2011 vom Wissenschaftsausschuss des US-Senates deswegen mal gefordert. Insgesamt sind 20 verschiedene Länder an diesem Projekt beteiligt. Den Bau leitet Northrop Grumman, also jene Firma, die damals auch die Apollo-Mondfähre entwickelt und gebaut hat. Bis dato betrugen die Gesamtkosten ca. 10 Milliarden US-Dollar. Bei der Entwicklung gab es auch immer wieder Rückschläge. Während Vibrationstests zum Beispiel, welche die Startbedingungen für Webb simulieren sollten, lösten sich Schrauben und Unterlegscheiben, was eine Reihe von unvorhergesehenen Eingriffen erforderte. Bei einem Test, bei dem der 5-lagige Sonnenschutz entfaltet wurde, verfing sich dieser und riss dabei leicht ein, bevor der Test abgebrochen wurde. Der ursprüngliche Name sollte mal Next Generation Space Telescope heißen. 2002 entschied sich das Projektteam aber für den Namen James Webb. Nutzen wir diesen Fakt einmal, um ein kurzes Porträt von James Edwin Webb zu zeichnen. Er wurde am 7. Oktober 1906 geboren. Der 7. Oktober ist übrigens ein wichtiger Tag im Team Space, denn an diesem Tag haben Sylvan von Mars Chroniken und ich Geburtstag. Ich weiß, unnützes Wissen, und daher machen wir auch weiter mit James Webb. Bei dem Marine Corps war er von 1930 bis 1932 aktiver Pilot. Später studierte er Jura und war lange Jahre im öffentlichen Dienst tätig, bis er schließlich 1961 der zweite NASA-Administrator wurde. Der NASA-Administrator ist eigentlich nichts anderes als der NASA-Chef.
In diese Zeit fiel die Ankündigung von John F. Kennedy, vor Ende des Jahrzehnts auf dem Mond zu landen. Bis zum Ende seiner Amtszeit, an seinem Geburtstag 1968, kämpfte James Webb, auch durch seine sehr, sehr guten Kontakte aus der Zeit seiner Anstellung im öffentlichen Dienst, erfolgreich für die Finanzierung des Apollo-Programms. Nach dem Apollo-1-Unglück 1967 sprach er persönlich beim damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson vor und bat darum, dass die NASA selbst die Untersuchungen vornehmen dürfe, um daraus die eigenen Fehler zu korrigieren. James Webb berichtete diese Ergebnisse an die verschiedenen Kongressausschüsse und sprach fast bei jedem Treffen persönlich vor und nahm den ganzen Druck somit auf sich. Das führte dazu, dass er öffentlich persönlich mit der Katastrophe in Verbindung gebracht wurde. Das Image der NASA und der Rückhalt in der Bevölkerung blieb dadurch weitestgehend unbeschädigt und das Apollo-Programm konnte den Zeitplan einhalten. Nach seinem Ausscheiden aus der NASA blieb Webb in Washington DC und war in mehreren Beratungsgremien tätig. Er starb am 27. März 1992. Als Trägerrakete wird eine Ariane 5 der ESA fungieren und der Start von Flug VA-256 wird vom Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana aus durchgeführt werden. Die Ariane 5 ist seit dem Jahrtausendwechsel im Einsatz und besteht aus einer zentralen Kernstufe, an der zwei Feststoffbooster angebracht sind. Darüber hinaus sind verschiedene Oberstufenkonfigurationen möglich. Bereits 3 Minuten nach dem Start werden die Nutzlastverkleidungen abgesprengt. Die Oberstufe und das Teleskop trennen sich ca. 30 Minuten nach dem Start und mit dem Ausfalten des Solarpanels wird die Stromversorgung von Webb gesichert. Wenn du mehr zur Ariane 5 und dem Vulkan-Triebwerk wissen möchtest, empfehle ich dir das Video von Mo, sozusagen Mr. Technik hier bei uns im Teamspace. Das Video findest du hier oben in der Infobox. Im Gegensatz zum Hubble-Teleskop, welches in der Erdumlaufbahn in einer Höhe von etwa 570 Kilometer platziert ist, wird das James-Webb-Teleskop auf dem 1,5 Millionen von der Erde entfernten Lagrange-Punkt Sonne-Erde L2 platziert werden und die Erde nicht umkreisen. Ja, aber was ist jetzt eigentlich ein Lagrange-Punkt L2? Die nach Joseph-Louis Lagrange benannten Stellen im Weltraum sind Orte, in denen zwischen zwei Himmelskörpern, also Sonne und Erde, ein gravitativer Gleichgewichtszustand eintritt. Gerät ein wesentlich kleinerer und masseärmerer Körper, wie zum Beispiel eine Raumsonde oder eben das James-Webb-Teleskop, an einen solchen Punkt, wird er von beiden der großen Körper gleichartig angezogen und verbleibt, wo er ist. Beim Sonne-Erde L2 stehen Sonne und Erde hintereinander immer in der gleichen Richtung bzw. auf einer Linie. Es findet also eine Art Synchronisation mit der Umlaufgeschwindigkeit der Erde statt. Ich empfehle dir für einen tieferen Einblick in diese Thematik unbedingt das Video zum Web von Yegis Kosmos, der eine über 45 Minuten lange Doku über das Web und allen wichtigen Details um Licht, Teleskope und auch die Lagrange-Punkte gemacht hat. Ein absolutes Meisterwerk, wie ich finde, vor allem wenn man bedenkt, dass er größtenteils alles in Eigenproduktion gemacht hat. In diesem Zuge sende ich Andreas von Yegis Kosmos gute Besserung. Wir freuen uns alle auf deine Rückkehr, wenn es dir wieder besser geht. Ich verlinke euch das Video an den entsprechenden Stellen. Ja, trotz dieses vermeintlichen Verharrens ist die Bahn dennoch kompliziert und benötigt während der Mission entsprechende Bahnkorrekturen. Durch die Ausrichtung auf diesen L2-Punkt ist die Kontrolle der Temperatur mit einem Schutzschild auf nur einer Seite des Teleskops möglich. Da sich Webb bei L2 von der Sonne aus gesehen hinter der Erde befindet, ist diese bereits ein natürliches Schutzlicht vor der direkten Sonneneinstrahlung. Die Reise von Webb zum Erde-Sonne L2 dauert knapp 30 Tage. Für Kurskorrekturen und die Lageregulierung ist das Webb mit einem eigenen Antrieb, dem Attitude Control Subsystem, ausgestattet, welches natürlich nur begrenzten Treibstoff zur Verfügung hat. Da dieser aber für etwa 10 Jahre ausreichen soll, können sich Weltraumfans wahrscheinlich auf eine längere Einsatzdauer freuen. Schließt aber eine Einsatzdauer wie das Hubble von über 30 Jahren wahrscheinlich aus. Das Startgewicht vom James Webb Space Teleskop wird 6,5 Tonnen betragen.
Die Gesamtgröße des Teleskops wird vor allem durch die Sonnenblenden geprägt sein. Mit einer Gesamtlänge von knapp 21 Metern und einer Breite von knapp 14 Metern kommt es in etwa an die Größe eines Tennisfeldes heran. Auf das Sonnenschild gehe ich gleich nochmal genauer im Verlauf des Videos ein. Die ausklappbaren Solarpaneele versorgen das Webb mit Strom und haben eine Leistung von 2000 Watt. Die Empfindlichkeit eines Teleskops, das heißt, wie viele Details es erkennen kann, hängt direkt von der Größe der Spiegelfläche ab, die das Licht der beobachteten Objekte aufnimmt. Eine größere Fläche sammelt auch mehr Licht ein, so wie bei einem größeren Behälter bei einem Regenschauer mehr Wasser auffängt als der kleinere Behälter. Das James Webb ist ein sogenanntes Dreispiegel-Anastigmat-Teleskop. Bei dieser Art von Teleskopen ist der Primärspiegel konkav, der Sekundärspiegel konvex und leicht achsenverschoben. Der Tertiärspiegel beseitigt die dadurch erzeugte Krümmung und flacht zudem die Fokusebene ab. Dies ermöglicht ein größeres Sichtfeld. Das Licht, das auf den Hauptspiegel trifft, wird durch die Wölbung auf den Sekundärspiegel gebündelt übertragen. Dieser leitet das nochmals gebündelte Licht wiederum auf den Tertiärspiegel, woraus am Ende durch den Feinsteuerungsspiegel auf die Instrumente des Teleskops übertragen werden, um analysiert werden zu können. Der primäre Spiegel vom Webb hat einen Durchmesser von 6,5 Metern und eine Gesamtfläche von 25,4 Quadratmeter. Zum Vergleich, Hubbles Spiegel hat einen Durchmesser von 2,4 Metern und ist aus einem Stück gefertigt. Das ist auch der große Unterschied zum Hubble, dass der Spiegel des James Webb Teleskop aus 18 einzelnen Spiegeln besteht, welcher jeder die Form eines Hexagons hat und etwa 20 Kilo wiegt. Die Elemente bestehen aus Beryllium und sind mit Gold bedampft. Beryllium ist besonders leicht, verformt sich bei Temperatur wenig bis gar nicht und hat eine natürlich geringe Dichte. Der Sekundärspiegel hat einen Durchmesser von 74 cm. Diese Lösung mit den sechseckigen Elementen hat vor allem mit dem Gewicht zu tun und der Größe. Eine 1:1 Umsetzung, in dem sich einfach Durchmesser und Gewicht proportional vergrößern, wäre schlichtweg aus Transportgründen nicht möglich gewesen. Daher ist der Spiegel des Webb auch klappbar und wird erst im Weltraum zum vollen Spiegel entfaltet. Die sechseckige Form sorgt zusätzlich für eine ultragenaue Passform oder einfach gesprochen für sehr geringe Spaltmaße zwischen den einzelnen Segmenten. Insgesamt gibt es drei verschiedene Schliffformen für je sechs Spiegel, sogenannte A-, B- oder C-Segmente. Oder wie in diesem Bild zu sehen, gleiche Farbe bedeutet gleiche Schliffform. Dies führt am Ende dazu, dass der Gesamtspiegel nach innen gewölbt ist, so ziemlich genau wie eine Satellitenschüssel. Danke an die Discord-Community für die Hilfe bei dieser Thematik. Die einzelnen Elemente sind mit sogenannten Aktuatoren versehen, die es ermöglichen, die Spiegel zu verstellen und so in einen perfekten Krümmungsradius zu bringen. Diese können so genau ausgerichtet werden wie ein Zehntausendstel der Dicke eines menschlichen Haares. Da Webb vor allem das infrarote Licht von lichtschwachen und sehr weit entfernten Objekten beobachten wird, muss das Teleskop selbst extrem kalt gehalten werden. Daher wird das Teleskop vor externen Licht- und Wärmequellen, wie zum Beispiel unserer Sonne, und auch selbst abgestrahlter Wärme durch die Versorgungseinheit und deren Elektronik von einem fünfschichtigen Sonnenschild geschützt. Für den natürlichen Schutz vor der Sonne sorgt zusätzlich auch die Erde durch den eben bereits erwähnten Lagrange-Punkt L2. Das Sonnenschutzschild wird es dem Teleskop ermöglichen, sich in einem Temperaturbereich von unter 50 Kelvin bzw. minus 223 Grad Celsius zu bewegen, indem es die Wärme passiv ins All abstrahlt. Die fünf Schichten bewirken, dass jede Schicht des Sonnenschutzschildes kühler als die darunterliegende ist. Die Wärme kann zwischen den Schichten nach außen abstrahlen und das Vakuum dient zusätzlich zwischen den Schichten als Isolator. Die Schichten bestehen aus ultradünnem Material namens Kapton, welches zusätzlich mit Aluminium, Silikon und Silizium beschichtet ist, wobei die erste Schicht etwas dicker ist als die restlichen vier Schichten. Nur mal zum Vergleich, die durchschnittliche Dicke eines
Haares bei uns Europäern liegt zwischen 0,06 und 0,08 mm. Die Segel werden während der Reise zum L2-Punkt bereits etwa 6 Tage nach dem Start ausgefahren. Aber auch die 4 Instrumente von Webb, auf die ich gleich nochmal kurz eingehen werde, benötigen eine kalte Temperaturumgebung, damit sie auch die gewünschten Ergebnisse erzielen. Der passive Schutz durch die Sonnensegel reicht allerdings nicht aus, um alle Instrumente zu kühlen. Daher verfügt das MIRI über ein aktives Kühlsystem, welches mit Hilfe von Heliumgas als Kältemittel für eine konstante Temperatur von minus 267 Grad Celsius sorgen soll. Ja, eingangs hatte ich ja schon mal kurz erwähnt, dass Webb ein Infrarotteleskop ist. Was Licht, Wellenlängen und Co. angeht, bin ich absoluter Laie, ne? Das gebe ich gerne zu. Da es einigen von euch sicher auch so geht, einmal jetzt ein kurzer Exkurs, um einen gewissen Kontext zum Infrarotlicht zu haben. Licht ist nicht immer nur das Licht, welches wir auch direkt wahrnehmen können. Denn bestimmte Wellenlängen des elektromagnetischen Lichtspektrums, ob kurz oder langwellig, sind schlichtweg nicht sichtbar für uns Menschen. Längere Wellen landen dann irgendwann im Bereich der Infrarotstrahlung, die für uns Menschen ebenfalls zum ganz großen Teil nicht sichtbar ist und welche das Webb zum Teil sehr gut erfassen kann. Die Wellenabdeckung beträgt beim James Webb 0,6 bis 28 Mikrometer. Mit dem James Webb Teleskop können aufgrund dieser Infrarottechnik Objekte beobachtet werden, die herkömmliche Teleskope nicht erfassen können, weil sie schlussendlich zu kühl sind oder einfach zu wenig Licht ausstrahlen. Temperatur spielt also eine große Rolle. Daher ist die Infrarotstrahlung auch als Wärmestrahlung bekannt. Nichts anderes als diese Strahlung geben übrigens Wärmebildkameras wieder, wie wir sie von der Erde kennen. Die von Webb empfangene Infrarotstrahlung wird weder durch Gas und Staub blockiert und kann dadurch sehr detailreiche Aufnahmen machen. Das James Webb ist technologisch so leistungsstark, dass es die Wärmesignatur einer Hummel auf einer Entfernung Erde-Mond wahrnehmen könnte. Kommen wir abschließend mal zu den 4 Hauptinstrumenten. Die Near Infrared Kamera bildet den nahen Infrarotbereich ab und soll Erkenntnisse der ersten nach dem Urknall entstandenen Sterne und Galaxien liefern. Der Near Infrared Spectrograph arbeitet im gleichen Infrarotbereich und soll unter anderem den Aufbau von Galaxien und Geburt von Planetensystemen erforschen. Das eben schon mal kurz erwähnte Mid-Infrared Instrument arbeitet im mittleren bis langen Bereich der Infrarotstrahlung und wird es möglich machen, das rot verschobene Licht entfernter Galaxien, neu entstehender Sterne und schwach sichtbarer Kometen sowie Objekte im Kuipergürtel sichtbar zu machen. Mit dem Fine Guidance Sensor kann Webb präzise ausgerichtet werden, um qualitativ hochwertige Bilder zu erhalten, und ist kombiniert mit dem Near Infrared Imager und Slightless Spectrograph, welches Ergebnisse zur Entdeckung des ersten Lichts liefern wird und Exoplaneten erforscht. Puh, ich muss ehrlich zugeben, das war echt harter Stoff für mich. Vieles wusste ich vorher überhaupt noch nicht und habe beim Skriptschreiben wieder ordentlich was dazugelernt und hoffe, ich kann dies in einem angemessenen Umfang mit euch teilen. In diesem Zuge möchte ich auch nochmal unbedingt auf die Videos von Mo und von Andreas von Yigis Kosmos hinweisen, die auch super Videos zum Webb gemacht haben und auch nochmal deutlich technischer sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass es mich doch gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar in der Kommentarspalte wissen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist natürlich jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Hast du Kritik oder sonst irgendwas Konstruktives zu meckern, dann lass es mich wissen. Ich kann dadurch wirklich nur besser werden. Ich bedanke mich abschließend fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Mondflüsterer aus Stralsund.